So, einen schönen guten Tag zusammen. Mein Name ist Timo Stubel von der Firma Parallels und ich darf Ihnen heute unser Produkt Parallels Remote Application Server demonstrieren. Ich habe dafür hier auf meinem Rechner eine Verbindung zu meinem entsprechenden Parallels Server schon mal aufgebaut. Wir sehen hier unsere Parallels Remote Application Server Konsole. Und ja, das soll so gesagt schon mal die einzige Konsole sein, die Sie für einen gesamten Betrieb einer Remote Computing Lösung benötigen werden. Von hier aus dieser Konsole wird alles kontrolliert und gesteuert. Wir werden jetzt nicht gemeinsam ein Setup ausführen, das ist denkbar einfach, sondern wir schauen uns hier meine fertig installierte Umgebung einmal gemeinsam an. In dem Moment, wo ich das Setup ausgeführt habe, installiert sich eine sogenannte Farm. Das ist immer auf dem ersten Parallel-Server. So schaut das Ganze aus. Meine Farm habe ich jetzt mal ganz sprechend Demo genannt. In meiner Farm gibt es einen Standort. Diese Site heißt bei mir Hennef. Hennef liegt an der Sieg im Rheinland. So, und an meiner Site, an meinem Standort, habe ich jetzt verschiedenste Komponenten hinzugefügt. Wir sehen hier auf unserem Site-Dashboard ja, eine kurze grafische Aufbereitung dessen, wie die CPU- und Arbeitsspeicherauslastung meiner gesamten Komponenten, die in meiner Farm sind, so ausschaut. Wir sehen es hier auf meinem RD-Session-Host, also auf meinem Terminal-Server, 2% CPU-Last, 27 MB Arbeitsspeicherauslastung, das ist nicht viel. Hier hinten sehen wir sogar die Anzahl der laufenden Sitzungen. Aktuell ist hier also ein User von maximal 25 Sessions, die ich hier mal als Maximum definiert habe, ist hier angemeldet. Dann sehen wir hier andere Komponenten, die wir gleich weiter thematisieren werden. Hier steht irgendwas von einem VDI-Provider. Was das ist, sehen wir gleich. Gateway und Publishing Agents. Hier wird dann auch entsprechend die, ja, ich sag mal, Telemetriedaten erfasst. Und wir sehen dann hier CPU- und Arbeitsspeicherauslastung eines jeden Servers. So, was sind das alles für Komponenten? Wir wechseln mal auf die Registerkarte oder auf den Tab Designer. Dieses Ding hilft mir immer ganz gut, für Sie das Ganze ein bisschen zu skizzieren, ja, worüber wir hier reden. Wir schauen mal auf diesem Schaubild von rechts nach links und sehen hier auf der rechten Seite unsere drei Bereitstellungsmethoden oder wir könnten auch Delivery Methods sagen. Diese drei Bereitstellungsmethoden ist zum einen der klassische Terminal-Server, dann die gesamte VDI, also virtuelle Desktop-Infrastruktur und das, was wir Remote PC nennen. Wir fangen nochmal oben an. Der Terminal-Server ist also das, was wir seit Jahren kennen. Ein Serverbetriebssystem mit einer bestimmten Art der Lizenzierung, nämlich die Lizenzierung des Terminal-Servers. Und ab dem Moment kann sich ein Standardbenutzer, ein normaler User, an einem solchen Terminal-Server anmelden, per Remote Desktop oder anderen Möglichkeiten, wie jetzt hier über Parallels Remote Application Server, und kann da in seiner Sitzung arbeiten. Ja, man kann also den gesamten Desktop freigeben oder vereinzelte Applikationen. Früher wurden diese Terminal-Server nativ auf dem Blech, also auf dem auf der Server-Hardware direkt installiert. Heute macht das wenig Sinn, weil die ganzen CPUs gar nicht mehr genügend ausgelastet werden können. Das heißt, wir sprechen auf jeden Fall schon von einer Virtualisierung, sodass ich also auf einer nativen Büchse oder Box, Servermaschine, mehrere virtuelle Maschinen wiederum als Instanz laufen lassen kann. Und da kommen wir ganz schnell in den Bereich der virtuellen Desktop-Infrastruktur hier in dem grünen Schaukasten. Das heißt, unser Parallels-Server kann sich mit Ihrem Hypervisor connecten, das gucken wir uns auch gleich gemeinsam an, und sieht die darauf laufenden virtuellen Maschinen. Und wir gehen noch einen Schritt weiter. Wir können dem Hypervisor sagen, Achtung, hier ist eine VM, Windows Server 2019. Daraus hätte ich gerne mal 5 Kopien, also 5 Klone. Das heißt, wir weisen den Hypervisor an, machen mal 5 Kopien. Und Parallels kümmert sich dann darum, dass diese Maschinen dann automatisch Teil der Parallels Farm werden und sich User auf eine Gruppe aus diesen 5 Servern connecten können. Man kann das weiter drehen, dass man dann auf dieser Gruppe auch eine sogenannte Auto-Scaling-Funktion definiert. Das heißt, bei steigender Last auf der Servergruppe
kann parallels dem darunterliegenden Hypervisor sagen, ah, ich brauche noch weitere Kopien, um meine Benutzeranmeldelast hier abfangen zu können. Andersrum natürlich genauso, wenn der Server merkt, die Last sinkt unter einen bestimmten Schwellwert, kann parallels den Hypervisor wiederum anweisen, nicht benutzte Ressourcen auch tatsächlich auszuschalten. Drehen wir das noch ein Stück weiter. Angenommen, der Hypervisor liegt nicht bei uns im Keller und wird mit unserem Strom bezahlt, sondern der Hypervisor ist ein Hypervisor in der Cloud, beispielsweise Microsoft Azure. Und da kostet nun mal jede laufende Serverinstanz, ich sage immer jede glühende CPU, kostet da auch bares Geld. Und da ist es dann sehr hilfreich, wenn eine Instanz sagt, alles klar, diesen Terminal-Server brauche ich nicht, weil eh keiner drauf arbeitet. Lieber Azure, fahr den mal runter, ich möchte Geld sparen. So, damit haben wir das Thema virtuelle Desktop-Infrastruktur auch schon mal angerissen. Darüber kann ich aber natürlich auch nicht nur Terminal-Server virtualisieren und klonen, sondern zum Beispiel Client-Betriebssysteme wie ein Windows 8, Windows 10, Windows 11 und was da noch alles kommen mag. Dann haben wir hier unten die dritte Bereitstellungsmethode, das ist unser sogenannter Remote PC. Ganz oft, und dafür ist es auch ursprünglich gedacht gewesen, ein physischer Computer, der in der Netzwerkinfrastruktur steht, beispielsweise der Rechner beim Chef im Büro hinter verschlossener Tür, wo natürlich auch nur der Chef dann den Zugriff drauf bekommt, oder vielleicht ein Computer, der in einer Produktionshalle, wo es ein bisschen staubig, wo es vielleicht ein bisschen kalt ist, an einer CNC-Maschine angeschlossen ist und der entsprechende Mitarbeiter schiebt eben sein neues CNC-Programm dann remote auf die Maschine, weil er sich nicht im Kalten hinstellen möchte. Ja, da gibt es bestimmt viele Methoden oder viele Möglichkeiten, warum man sich auf einen Remote-PC verbinden möchte. So, all das haben wir jetzt gesehen. Das sind also unsere Bereitstellungsmethoden. Und wie verbindet sich ein jeder User? Das sehen wir jetzt auf der linken Seite des Schaubildes, nämlich ein Local Client oder ein Remote Client. Das ist letzten Endes kein Unterschied. Der Local Client steht halt in der Netzwerkumgebung, ja, am Firmenstandort. Und der Remote Client wiederum, der ist tatsächlich, wie hier angedeutet, über diese Wolke, also mit dem Internet verbunden. In allen Fällen geht ausschließlich der erste Kontakt immer auf unsere sogenannte Secure Client Gateway Komponente. Diese Secure Client Gateway ist Teil des Parallels Remote Application Servers und somit eine Windows-Instanz oder Windows-Installation. Technisch gesehen ist es ein Webserver. Wir gehen mal gerade auf einen anderen Desktop. So. Und ich starte hier mal meinen Webbrowser. Sie sehen, ich sitze physisch vor einem Mac, soll auch einfach nur zeigen, das Endgerät, was Ihre Benutzer nachher als ihr eigenes sehen, das spielt gar keine Rolle mehr. Wir bringen die Windows-basierte Business-Applikation auf jedes Endgerät. Alles, was ich für den einfachsten Zugriff brauche, ist also irgendein Gerät mit einem Webbrowser, HTML5-fähig sind die heute alle. Und jetzt gebe ich als User hier oben eine URL ein. Für mich habe ich damals gebaut remote.stubel.net. Da ist es auch schon. Und ich gelange auf meine Portal-Anmeldemaske. Dieses Portal habe ich jetzt ganz bewusst angepasst. Ja, standardmäßig haben wir hier oben ein rotes Banner mit einem Parallels-Logo. Ich habe das jetzt mal hier mit einer fiktiven Firma angepasst, also ein eigenes Firmenlogo eingebaut und das Farbschema einfach angepasst, um Ihnen zu zeigen, wir können das eben auch. So, an dieser Portal-Anmeldemaske melden sich jetzt Ihre Benutzer an. In meinem Fall ist das mein Testbenutzer, der Tom. So. Und nachdem ich hier einige Sachen von meinem Passwortmanager einfach mal abgebrochen habe, sehen wir hier, dass der Tom also angemeldet ist und Zugriff auf für ihn zugelassene Applikationen hat. So, was bedeutet das? Für ihn zugelassene Optionen, Entschuldigung, Applikationen. Wir haben natürlich die Möglichkeit, alles das, was Sie hier sehen, freigegebene Applikationen oder auch komplette Desktops, das habe ich hier mal in einen Unterordner gepackt. Sie sehen, ich könnte hier auf meinen Remote-PC zugreifen oder einen Terminal-Server-Desktop starten oder eben
einzelne Applikationen. So, und angenommen, wir haben jetzt das Team der Buchhaltung, ja, wir haben eine AD-Gruppe, Buchhaltung, da sind zwei wichtige Benutzer drin und die dürfen beispielsweise SAP starten. Alle anderen User sehen meine SAP-Applikation gar nicht, ne? Also wir haben das hier jetzt nicht. Mein Tom ist nicht in der Buchhaltung. Das heißt, ein Filtering, eine Filterung der Applikationssicht ist machbar. Wir starten jetzt hier mal ganz flach eine Applikation, einfach mal Paint. Sie sehen, das pulsiert so ein bisschen, denn technisch wird mir gerade in meinem Backend, in meiner Serverinfrastruktur, auf meinem Terminal-Server eine Session gestartet und man zeigt mir hier mein Paint. So, hier kann ich wunderbare Kreise ziehen, das funktioniert klasse. Ich kann das mal hier kopieren, weil das so schön geworden ist. Und jetzt brauche ich eine weitere Applikation. Ich gehe hier unten auf meinen Application Launcher und sage, WordPad brauche ich auch. So, alles klar. Und per Copy und Paste habe ich jetzt auch dieses schicke Gemälde damit reingezogen. Sie werden auch sehen, diese WordPad-Applikation, die kriege ich nicht aus meinem Webbrowser heraus. Ja, diese Applikation läuft also Browser Embedded. Wir stellen die Applikation, und das kann jede Windows-fähige Applikation sein, im Webbrowser dar. So, von hier aus kann ich speichern. Ja, dieses wichtige Dokument speichern wir jetzt mal gerade gemeinsam. Save as. Der Speichern unter Dialog kommt natürlich auch aus meinem Terminal-Server. Und dann habe ich hier die Möglichkeit zu browsen. Per Logon-Skript habe ich auf meinem Terminal-Server einen User-Home-Share zugewiesen bekommen und dann speichern wir dieses Dokument einfach mal mit Datum von heute ab, 2022 So, alles klar, Dokument gespeichert, wir können also loslegen. Jetzt hat dieses Web-Interface für den ersten Zugriff wunderbar, ne? Funktioniert tadellos. Ich komme also hier ohne die Installation einer Software, ohne wahnsinnige Konfigurationen oder IT-Know-how, komme ich an Applikationen, an Informationen, an Daten. Jetzt mag ich aber vielleicht nicht den ganzen Tag in so einem Webbrowser arbeiten, weil vor allen Dingen auch so ein bisschen die Performance hinterherhängt. Es muss halt alles umgerechnet werden in HTML5. Naja, so. Damit das Ganze performanter läuft, kann ein jeder User auf dieses Account-Symbols klicken und sagt Client herunterladen. Wir von Parallels versuchen das alles immer so einfach wie möglich für den Endanwender, aber natürlich auch für den Administrator zu halten. Das heißt, ein User wird jetzt angewiesen, den für ihn passenden Client herunterzuladen. Der Webbrowser merkt natürlich, ah, wir sitzen gerade hier vor einem Mac, deshalb bietet er mir auch schon den Parallels-Client für Mac zum Download an. Wenn ich das mache, öffnet er mir direkt den Apple Store oder App Store und jetzt kann ich hier den Parallels-Client kostenlos laden. Sie sehen, bei mir ist er schon geladen gewesen, deshalb steht hier auch schon direkt öffnen. Das heißt, der Schritt der Installation ist schon durch. Wenn dieser Client dann auf dem Usergerät installiert ist, muss dieser Client natürlich noch konfiguriert werden. Wir sehen es hier unten. To manually configure connection. Ich muss dem User also einen Server, einen Port und einen Verbindungsmodus mitgeben. Das steht da unten. Viele User sind damit aber schon maßlos überfordert. Deshalb das Angebot von uns. Klicke einfach auf Konfigurieren. Wir machen das mal gemeinsam. Unser Webbrowser fragt, darf ich den Parallels-Client öffnen? Selbstverständlich darf er das. Und wir sehen, hier kommt gerade schon mein zuvor installierter Parallels-Client nach vorne. Und wir haben unsere Verbindung importiert. Da ist sie, remote.stubel.net. Hier machen wir mal gerade eine Eigenschaft drauf. Und Sie sehen die Parameter. Remote.stubel.net, wir haben eine SSL-Verbindung auf Port 443. Das ist alles, was der User hätte eintragen müssen. Aber wie gesagt, wir versuchen es so einfach wie möglich zu gestalten. So, auch hier kann der User jetzt einfach einen Doppelklick machen. Wir machen das. Er muss sich erneut authentifizieren, denn technisch gesehen ist das jetzt ein neuer Verbindungsaufbau. Er kommt jetzt nämlich von einem Client. So, selber Benutzername, selbes Passwort natürlich. Meinen Webbrowser mache ich im Hintergrund mal zu. Ah, Moment, ich zeige Ihnen ganz kurz,
noch die Liste der unterstützten Betriebssysteme. Denn diesen Client, den wir jetzt gerade über den Apple App Store runtergeladen haben, beziehungsweise er war ja schon drauf, den haben wir natürlich auch für alle anderen Betriebssysteme am Start. Nämlich Windows als MSI-Installer für 32- und 64-Bit-Systeme. Heute eigentlich nur noch 64-Bit gängig. Ne? So, der Vorteil daran ist, das ist ein MSI-Paket, das können Sie paketieren. Ja, Sie als IT-Administrator können diesen Client also komplett parametrisieren, automatisiert auf Ihren IT-gemanagten Endgeräten ausrollen, damit Ihre User sehr komfortabel mit einem Doppelklick direkt zur entsprechenden Applikation kommen und eben nicht noch selber Hand anlegen müssen. Für alle anderen Geräte, die sich nicht so einfach konfigurieren und mit Softwareverteilungsmechanismen bereitstellen, bestücken lassen, wie zum Beispiel Macintosh, dann gibt es natürlich den Link in den App Store oder auch die boah, wie heißt das Paket eigentlich? Gucken, ob das hier steht. Verknüpfte Datei laden. PKG. Ja, also hier kann ich dann auch die PKG-Datei direkt laden. Für verschiedenste Linux-Versionen, Debian, Ubuntu oder auch einfach ein gezipptes bzw. ein TAR-Format. Somit kommen wir eigentlich auf alle gängigen Linux-Systeme. Stichwort Linux-basierter Thin-Client ist hier also auch gar kein Problem. Dann sind wir wieder bei der Apple-Fraktion, nämlich die iOS-Geräte, sprich jeder, der ein iPhone oder iPad als sein eigen nennen darf, hat hier die Möglichkeit, einen nativen Parallels-Client drauf zu installieren. Die Androiden unter uns sollen natürlich auch nicht im Regen stehen bleiben. Für die Androiden-User gibt es hier ein Android-Client, ebenfalls der Link zum Google Play Store oder zu der entsprechenden Paketdatei. Dasselbe in einer etwas abgewandelter Form für Chromebooks. Technisch gesehen ist es ja auch ein Android-Betriebssystem, was darauf läuft, aber eben ein paar Funktionen mehr. Und deshalb gibt es dann hier auch den Link zum Chrome Web Store oder zur entsprechenden Paketdatei. Und somit sind eigentlich alle gängigen im Handel erhältlichen Endgerätetypen abgedeckt. Ja, also wovor der User sitzt, womit der User arbeiten möchte, kann uns vollkommen egal sein. Wir verlassen jetzt mal meinen Webbrowser, ja, Seite verlassen und konzentrieren uns mal auf den Client. Wie eben gesehen und gesagt, den habe ich mir runtergeladen, den habe ich ganz komfortabel konfiguriert und habe mich angemeldet, authentifiziert. So, und das gefällt mir ganz gut. Ich starte jetzt hier einfach nochmal ein WordPad. Und wir sehen, dieses WordPad kommt hier rahmenlos daher. Und es ist in mein macOS integriert. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf Vollbild klicke, dann kann ich auch wirklich die gesamte Fenster- oder Bildschirmfläche meines Macintosh-Gerätes nutzen. Genauso natürlich auch, wenn ich vor einem Windows oder einem Linux sitzen würde, gar keine Frage. Wenn ich das Ding minimiere, dann schmiegt sich das hier unten in meinen Dock ein und kann es von da aus natürlich auch wieder nach vorne ziehen. So, dann kann ich hier ganz normal arbeiten. Und könnte jetzt auch wiederum speichern. Genauso wie wir das eben gemacht haben, this PC. Und jetzt sehen wir was Neues. Ich sehe nicht nur meinen User Home Share, wo wir eben schon drin gearbeitet haben und das Dokument mit Datum von heute gespeichert haben, sondern ich sehe jetzt auch Drives on MacBook Pro. Das heißt, wir können aus der Remote-Applikation auf meine lokale SSD, die hier in meinem Endgerät, in meinem Laptop verbaut ist, zugreifen. Das machen wir mal. Dann gehe ich durch mein Benutzerprofil und wir gucken mal im Verzeichnis Dokumente, Documents und speichern das da einfach mal ab. So, alles klar. Wurde jetzt also von meiner Terminal-Server-Remote-Sitzung auf meiner lokalen SSD abgelegt. Wir gehen mal noch einen Schritt weiter. Ich öffne hier mal GIMP. GIMP ist so eine kostenfreie Bildbearbeitungslösung. Diese Applikation läuft, wir werden es jetzt gleich sehen, auf meinem Terminal-Server. Aber die Bilddatei, die ziehe ich mir von meinem lokalen Rechner. Wir gucken mal hier bei Bilder, da gibt es bestimmt irgendwo ein JPEG, was wir dafür mal nutzen können. Ach, das passt auch zur Jahreszeit.
Oder wir gucken mal hier da. Ein bisschen Ausblick auf den Sommer. So, diese Datei liegt lokal auf meiner SSD. Die nehme ich mir per Drag and Drop und lasse sie auf der Remote-Applikation fallen. Und da unten sehen wir den Fortschrittsbalken. Die wird also jetzt quasi über mein Protokoll übertragen. Die Datei ist 2,3 MB groß. Das dauert hier gerade einen Moment. Ich sitze nämlich im Büro. So. Und jetzt hat er diese Datei in meiner Terminal Server Session in GIMP geöffnet. Und hier können wir jetzt reinzoomen und können da hinten mal so ein paar Surfer beobachten, die ich da mal fotografiert habe. Ja, das Ganze ist jetzt erstmal die Sicht eines Users. Wir wechseln vielleicht nochmal unsere Ansicht. Wir nehmen nochmal die Brille des Administrators und setzen uns diese auf. Ich verlasse hier diese Desktop-Sitzung und gehe zurück auf meinen Parallel-Server. Denn wir stellen uns jetzt vor, mein Test-User, der Tom, ruft jetzt bei ihrem internen Helpdesk an und beschwert sich über Verbindungsprobleme. Er kann nicht arbeiten und er muss eigentlich um 12 Uhr seine Arbeit schon beim Chef abgeliefert haben. So, der eingeschüchterte Helpdesk-Administrator sitzt jetzt also am Telefon und ich muss dem User helfen. Wir gehen in die Application-Server-Konsole, gehen hier auf den Reiter Sessions, denn hier werden uns alle Sitzungen, die ihre User, ihre Benutzer durch Parallels geöffnet haben, aufgelistet. Also ganz gleich, ob Lieschen Müller eine Terminal-Server-Session hat und der Tom eine VDI Windows 11 gerade nutzt und der andere Kollege auf dem Remote-PC arbeitet, der in der Produktionshalle steht. Alle Sessions werden hier gelistet. Und jetzt sehen wir hier gerade, Tom hat zwei Sitzungen. Wir nehmen aber mal die aktive, das ist nämlich die, die wir gerade gesehen haben. Ich sage mal Rechtsklick, Show Information. Und dann haben wir hier so eine schicke Übersicht. Wo ich ganz besonders happy bin, ist dieser Punkt User Experience mit dem UX Evaluator. Ja, der steht hier, Connection Quality Excellent. Mit einer Latenz von 21 Millisekunden arbeite ich gerade von meinem Büro aus ins 12 Kilometer entfernte Zuhause, wo nämlich mein ESX-Server steht. Wir sehen, ich arbeite hier auf einem UDP-Protokoll. Eigentlich sind wir doch immer auf TCP. Ja, das stimmt. Standardmäßig arbeiten wir immer TCP 443. Wenn die Firewall das aber zulässt, dann können wir eben einen Fallback machen oder der Client macht das auf UDP 443. Technisch natürlich immer noch SSL verschlüsselt, genauso sicher oder unsicher wie vorher. Nur eben auf einem verbindungslosen, also UDP-Protokoll. Der Hintergrund ist der, dass wir über UDP besser Video- und Audio-Broadcasting, ja, ich mag mal sagen, über die Leitung pumpen können. Ja, das liegt einfach am Protokoll, wir schieben es drüber und gut ist. Das macht übrigens eine Citrix und eine Microsoft genauso. Wenn es machbar ist, dann wechselt der Client auf UDP. So, wir sehen hier Client-Details. Von welchem Endgerät arbeitet der User? Mit welcher Display-Auflösung arbeitet der User? Jesus. Wir sehen die Log-on-Zeit mit 2,69 Sekunden. Wir sehen, wo diese Zeit liegen bleibt. Die User Profile Load Time schlägt hier mit 19 Millisekunden wahrscheinlich so. Ach nee. Authentication. Die Anmeldung hat bei mir am längsten gedauert. 266 Millisekunden. So, und wir sehen, der User hat ein FS Logix User Profile konfiguriert. Was ist das denn? Das gucken wir uns gleich auch mal an. Und ganz, ganz klasse finde ich auch hier der sogenannte Connection Flow. Ich sehe also alle Verbindungsdetails. Ich sehe, der User macht eine SSL Gateway Konfiguration. Er hat sich mit seinen Credentials angemeldet. MFA Provider ist jetzt hier leer. Korrekt. Ich hatte keinen zweiten Faktor authentifiziert. Sie sehen aber hier schon als kleiner Teaser, ja, wir können einen zweiten Faktor hier einbauen. Und wir sehen den Flow, also wie läuft diese User Session in ihr Netzwerk. Hier habe ich in meiner DMZ zu Hause eine Maschine stehen, ein Gateway stehen. Das ist der erste Hop. Und von da aus geht es dann auf meinen internen Parallelserver. Das ist hier dieser zweite Hop mit der 194. Und dann macht er seine Terminal Server Session auf.
Das hier ist ganz nett. Das heißt, der User bzw. Ihr Helpdesk-Kollege kann von hier aus schon mal sehr schnell identifizieren, was für ein Endgerät, wie kommt der User ins Netz. Und ganz wichtig, mit der Latenz kann ich hier schon erkennen, hat der User vielleicht ein Netzwerkproblem bei sich lokal, schlechtes Wi-Fi, schlechte UMTS-Verbindung, irgendwie sowas und beklagt sich deshalb über einen sehr langsamen Terminal-Server. Denn je höher hier die Latenz ist, desto langsamer reagiert nun mal eine Remote-Session. Das heißt, das hier hilft mir ganz, ganz enorm. Von hier aus kann ich aber auch einem solchen User Remote Control anfragen. Ja, also eine Sitzungsspiegelung machen. Der User muss das Ganze aktiv bejahen und dann würde hier der Helpdesk-Kollege sehen, was der Mitarbeiter auf seinem Bildschirm sieht. Die ganz normalen RDP oder Remote Compute-Lösungen wie dem User eine Nachricht senden, die Sitzung abmelden, die Sitzung disconnecten oder einfach mal die laufenden Prozesse des Users sich anschauen. Und vielleicht einen Prozess einfach mal abschießen, weil der Prozess gerade den Terminal-Server zum Erliegen bringt und der User auch nicht mehr arbeiten kann. All das kann ich von hier aus machen. Es gibt ein entsprechendes Monitoring. Da gehen wir mal gerade drauf ein. Und hier sehen wir CPU- und Arbeitsspeicherauslastung als Langzeitaufzeichnung. Ja, also hier kann ich über den Tag verteilt einfach mal sehen, wie sieht auf meiner Umgebung, auf meinen Terminal-Servern, auf meinen VDI-Providern die Arbeitsspeicher- und CPU-Auslastung aus. Bei mir jetzt hier sehr moderat. Es gibt aktuell nur einen Server, der wird hier in grün dargestellt. Hätte ich mehrere Maschinen in der Umgebung, hätte ich hier auch mehrfarbige Graphen. Gateway-Informationen, auch ganz spannend. Sie sehen, ich habe meine Maschine hier erst gerade im Moment erst hochgefahren. Da ist nicht viel los auf meiner Umgebung. Aber grundsätzlich gibt mir dieser Graph einen Indiz darauf, wie ausgelastet meine Gateways ist, wie ausgelastet meine ganze Infrastruktur ist. Wir gehen nochmal zurück auf den Farmreiter und somit haben wir eigentlich schon die wichtigsten Komponenten erklärt. Secure Client Gateway. Über dieses Gateway gehen also alle Clients rein und werden weitergeleitet auf die dahinterliegenden Bereitstellungsmethoden. Hier unten sehen wir noch eine Komponente namens Publishing Agent. Das ist, wenn man so will, das Herzstück. Das ist unser Controller. Dieser Publishing Agent sammelt nämlich alle Informationen und listet mir, wie hier auf dieser Site, auf diesem Dashboard, wie ganz zu Anfang schon mal gezeigt, diese ganzen Informationen hier auf. Ne? Wie ist CPU, Arbeitsspeicherauslastung, all das sammelt der Controller, unser sogenannter Publishing Agent. Das heißt, unser digitaler Fußabdruck in Ihrer Netzwerkumgebung ist sehr, sehr gering. Wir kommen eigentlich mit zwei Kernkomponenten, Gateway und Publishing Agent, kommen wir zurecht. Und die dahinterliegenden Ressourcen sind dann für den User zugreifbar. Connection, da gehen wir mal gerade drauf. Wir haben nämlich die Möglichkeit der Authentifizierung weiter, also nicht nur über Credentials, sondern zum Beispiel über eine Smart Card zu realisieren. Oder über eine webbasierte SAML-Authentication. Das Ganze wird hier hinten konfiguriert. Hier kann ich mir also einen externen Identity Provider, einen IDP, zur Seite nehmen. Hier trage ich also meine Metadaten ein und dann kann ich mich an sowas wie Okta, ist bei uns, glaube ich, nicht ganz so verbreitet, aber vielleicht ein Office 365 bzw. Microsoft Azure Tenant, das sollte doch ein Begriff sein. Das heißt, meine User, die manage ich in meinem IDP und diese User können sich dann an meiner Parallels-Farm anmelden. Sowas kann ich hier konfigurieren oder ich habe meine klassische Domäneninfrastruktur und möchte das mit einem zweiten Faktor nochmal absichern, dann kann ich hier sagen, okay, ich nutze einen Azure MFA, das ist der Radio-Server in Azure oder solche Sachen wie Duo, FortiAuthenticator, auch ganz nett für die Besitzer einer FortiGate-Firewall, dafür gibt es dann auch den entsprechenden FortiAuthenticator, fertige Dinge wie TechRadius, DeepNet, SafeNet. Oder ein Standardradius. Wir gehen da mal gerade drauf, sagen Settings. Ja, ich gebe hier meine IP-Adresse meines Radioservers ein, meinen Pre-Shared Key und dann würde der Parallels-Server als zweiten Faktor den Radioserver anweisen,
zu arbeiten. Wir machen das Ganze mal beispielhalber mit dem Google Authenticator. Der ist nämlich sehr einfach und schnell konfiguriert. Ich sage hier mal Apply. Wir wechseln wieder zum Client zurück. Und ich melde mich mal hier ganz kurz von meinem Client ab. Melde mich erneut an. So, und dann sagt er hier auch schon direkt: Hallo Tom, gib mal deinen OTP ein. Auf meinem Smartphone suche ich mal gerade die Authenticator-App. Da ist der Tom und der OTP lautet 191. Zack. Und dann brauche ich meinen zweiten Faktor, mein Passwort. Und dann sind wir authentifiziert. Und starte meine GIMP-Session erneut. So. Also, das funktioniert mit Google Authenticator. So einfach kann es gehen. Den schalte ich wieder aus. Wir sagen Non-Apply, fertig. So, jetzt möchte ich Ihnen gerne das Thema VDI zeigen. Ja, denn derzeit hatten wir unsere Benutzersession auf meinem Terminal-Server hier oben. Jetzt wollen wir mal gemeinsam das Thema VDI beleuchten. Dafür schauen wir kurz auf meinen ESX-Server, der steht in meinem Homeoffice. Und auf diesem ESX-Server gibt es verschiedene virtuelle Maschinen. Hier unten, wir schnappen uns einfach mal so eine Windows 10. Sie sehen, die ist gerade ausgeschaltet. Kein Problem. Die werden wir gleich über Parallels konfigurieren. Also dieser Windows 10 Rechner, den habe ich da mal als VM bereitgestellt. Da ist alles an Applikationen drauf, was wir brauchen. Und davon möchte ich jetzt gerne einen Pool aus virtuellen Desktops erstellen. Und dafür gehen wir wieder in die Parallels-Konsole. Hier auf den Reiter VDI. Und als allererstes muss ich einen sogenannten VDI-Provider hinterlegen. Dieser VDI-Provider wäre wörtlich übersetzt der Anbieter meiner virtuellen Maschinen. In dem Fall ist das bei mir natürlich mein VMware ESX-Server. Der hat in meinem Homeoffice die IP-Adresse 104.192. Wir gehen mal gerade mit einem Doppelklick in die Eigenschaften. Hier ist die IP-Adresse. Wir connecten uns auf die API dieses VMware ESX-Servers. Und ich musste eigentlich nur Benutzername und Passwort hinterlegen. Damit Sie ganz kurz sehen, womit wir es hier außerdem aufnehmen können, gerade gesehen, VMware ESX oder ein vCenter. Zur Auswahl steht auch noch Microsoft Hyper-V, Nutanix AHV, also der Acropolis Hypervisor oder Lösungen von Scale Computing. Das sind auch super Hyper-Converged-Lösungen. So. Wenn das einmal konfiguriert ist, Benutzername, Passwort hinterlegt ist, dann steht hier Status OK in grün. Das heißt einfach nur, dass der Parallelserver über die API mit meinem VMware-Server sprechen kann. So. Wenn ich das gemacht habe, dann kann ich hier auf den Reiter RAS Templates gehen und mir ein RAS Template hinzufügen. Und dann sehen wir hier alle verfügbaren virtuellen Maschinen, die auf meinem VMware-Server liegen. Und dann wählen wir unseren Win10 Computer aus, sagen hier schon mal, lieber VMware-Server, starte diese Maschine. Und dann gehen wir ganz einfach hier oben auf OK. Jetzt sehen wir unseren Wizard. Jetzt stellen Sie sich natürlich die Frage, hä, wie virtueller Desktop Remote Session Host? An dieser Stelle machen wir keinerlei Unterscheidung, ob wir hier gerade einen Server oder eine Windows Client Version klonen oder ja, vervielfältigen. Wir hatten jetzt gerade eine Windows 10 Maschine ausgewählt. Daraus kann ich natürlich nur Virtual Desktops erstellen. Wäre meine Ressource oder meine VM jetzt aber ein Server 2022 oder Server 2019, könnte ich ihm an der Stelle auch sagen, mach mir aus diesem 2019er Server eine Gruppe von beispielsweise 5 Terminal-Servern, worauf sich der User nachher verbindet. Wir machen aber jetzt hier mal virtueller Desktop, weil ich eine Windows 10 Maschine gestartet habe. Im nächsten Schritt überprüft jetzt dieser Wizard, ob diese Windows 10 Maschine im Netzwerk verfügbar ist. Ja, sehen wir auch schon. Windows 10 Professional, RAS Guest Agent installed. Das heißt so viel wie der Gastagent, der auf dieser Maschine installiert werden muss, um diese ganzen Cloning-Sachen nachher auszuführen.
Der ist hier natürlich schon vorinstalliert. Das habe ich vorbereitet. Ansonsten könnte ich hier mit diesem Install-Button diese Installation über das Netzwerk dahin schieben. Wir sagen Next. Wie soll mein Template heißen? Ich nenne das mal Win10 Golden Master. Mir reichen aus Platzgründen tatsächlich 5 VMs, also 5 Klone. Nach Beendigung meines Wizards soll er mir schon mal einen Klon erstellen. Ich lasse ihn also jetzt nicht direkt einfach 5 Stück blind machen. Er soll mir erstmal nur einen Klon erstellen. Und diese Klone sollen folgenden Namen bekommen: VDI Bindestrich. Und dann sehen Sie hier Prozent ID Doppelpunkt 3%. Das ist eine Variable, die wir da einbauen. Und die sorgt für dieses dreistellige Zählwerk am Ende. Das können wir anpassen. Ich gehe jetzt mal auf 6. Ne? Sie sehen es hier hinten: VDI minus 000001, also 6 Stellen. Mir reichen aber auch, oder mir reicht auch eine Stelle. Next. Keep Alive Buffer. Gerade im Bereich der VDI ist das natürlich sehr, sehr interessant, denn wir haben ja gerade gesehen, er würde mir jetzt im Moment eine Maschine kreieren. In dem Moment, wo sich der Tom, mein Testbenutzer, diese VM schnappt, ja, und dann der nächste User kommt, dann müsste er erst anfangen, eine weitere Maschine zu erstellen. Das heißt, der User muss einen Moment warten. Mit diesem Keep Alive Buffer, in meinem Fall setze ich den jetzt mal auf 1, würde er dafür sorgen, sobald die erste Maschine im Zugriff von einem User ist, weist parallels den Hypervisor an, direkt eine weitere gepufferte Maschine, also quasi in eine Vorbereitung zu halten. Next. Wo sollen diese ganzen Klone erzeugt werden? Meine VMware-Infrastruktur ist sehr, sehr klein. Es gibt quasi nur eine Ressource. Und dann sind wir schon beim Image Preparation Tool. Hier vergebe ich für jeden Klon ein lokales Administratorpasswort. Und jeder Klon soll natürlich auch meinem lokalen Active Directory neu hinzugefügt werden. Wir machen also einen Domain Rejoin. Mein Active Directory heißt jetzt demo.local. Dafür nutze ich den Domänenadministrator. Und die Maschinen sollen in die UU VDI. Passt für mich. Wir haben ja Windows 10 Computer gemacht. So. Dann. User Profile. Wir hatten es eben schon mal in den Verbindungseigenschaften gesehen. Wir haben in Parallels die Möglichkeit, den sogenannten Microsoft FS Logix Profile Container vorzukonfigurieren. Ja, also alle Maschinen, die jetzt hier in meinem RAS-Template erstellt werden, können sich eine virtuelle Festplattendatei ziehen, wo das Benutzerprofil drin liegt. Das kann ich hier zentral vorgeben. Und ich möchte da gar nicht so viel Zeit rein verschwenden. FS Logix ist ein Tool von Microsoft, keine Erfindung von uns. Das heißt, ich würde Sie bitten, wenn da irgendwelche Fragen sind, tatsächlich einfach über die Microsoft-Webseite FS Logix zu suchen und dann sich damit zu befassen. Das Einzige, was wir von Parallels gemacht haben, wir haben die gesamte Konfiguration von diesem Microsoft FS Logix Profile Container in unsere Konsole integriert. Das heißt, Sie müssen nicht über Gruppenrichtlinien, über lokale Richtlinien dieses FS Logix Profile Container konfigurieren, sondern Sie können es ganz bequem aus der Parallels Remote Application Server Konsole betreiben. Es geht sich hier also wirklich nur um eine zentrale Benutzerprofillösung. Wir müssen uns vor Augen halten, wir bauen hier gerade einen Pool aus virtuellen Desktops. In meinem Fall sind das nur 5. Denken wir größer. Ich habe hier vielleicht 500 virtuelle Maschinen, wo ein User dynamisch auf irgendeiner freien VM verbunden wird. Das heißt, im Zweifelsfall kriege ich jeden Tag eine neue VM und dann möchte ich ja natürlich, dass meine VM immer gleich aussieht. Das heißt, ich brauche ein zentrales Benutzerprofil. Früher hatte man ein Roaming-Profile konfiguriert, macht man heute einfach nicht mehr, weil es viel zu lange dauert. Die Informationen werden beim An- und beim Abmelden über das Netzwerk geladen und zurückgeschrieben. Macht man nicht mehr. FS Logix ist ein sogenannter Profile Container. Der wird einfach nur gemountet zum Anmeldezeitpunkt. Das geht also bedeutend schneller.
und wir haben die Konfiguration nur in unsere Konsole übernommen. Ich sage jetzt mal Defaults übernehmen und sage weiter. Ein weiterer Punkt, Image Optimization. Möchte ich auch nicht im Detail darauf eingehen. Wir könnten hier ansonsten wirklich Zeit verlieren. Ganz kurz gesagt, ich gehe hier mal auf manuell. Ich sehe es als ein Angebot, hier verschiedenste Windows-Dinge zu konfigurieren, wie zum Beispiel die UWP. Was ist das? Das sind die universellen Apps. Und beispielsweise möchte ich nicht, dass in meiner businessrelevanten VDI irgendwelche Xbox-Programme auftauchen. Die kann ich hier auswählen und direkt removen, deinstallieren. Damit meine VDI-Infrastruktur so schnell wie möglich zur Verfügung steht, kann ich hier verschiedenste Windows-Dienste deaktivieren. Ich brauche in einer virtuellen Umgebung keine WLAN-Auto-Config. Ich brauche keine Xbox Live Game Safe-Dienste. All das kann ich hier bequem deaktivieren. Bluetooth Support Service. Bleiben wir einfach dabei, das sind Best Practices, was man in einer virtuellen Umgebung optimieren kann. Wir haben hier mit diesem Optimization Tool Ihnen die Möglichkeit gegeben, hier ganz viele Dinge im Detail anzugucken, zu deaktivieren oder zu aktivieren. Probieren Sie es aus. Ich mache den Haken jetzt hier mal raus, weil sonst dauert es mir zu lange. Wir sagen Next. Hier hinterlege ich jetzt noch meine Microsoft-Lizenzierungsmethode, weil natürlich jeder geklonte Computer muss bei Microsoft auch aktiviert werden. Das mache ich über den Key Management Service. Sage Next. Kurze Zusammenfassung. Sage Finish. Sie sehen es hier oben am Bildschirmrand. Press Apply to Commit New Settings. Wir müssen immer auf Apply drücken. Und dann sehen wir hier auch schon Deployment in Progress. Das bedeutet, mein Parallel-Server sagt meinem ESX-Server jetzt, was er zu tun hat. So, da wurde meine Windows 10 VM ausgeschaltet und wir sehen hier unten verschiedene Commands einfliegen. Da kam was mit Clone Data Store, Powering On, da VDI-1. Er fängt also an, meine Maschine zu kreieren. Wunderbar. Gucken wir uns an, da fährt sie auch gerade hoch. VDI-1, ich klicke einfach mal drauf. Sie sehen, hier ist noch der blaue Windows-Bildschirm. Es dauert einen Moment, bis diese VM jetzt auch dann tatsächlich ankommt. Wir lassen VMware einfach mal seine Dienste machen und wechseln in die Parallels-Konsole. Ich wollte Ihnen hier nur zeigen, was quasi unter der Haube passiert. Ne? Das heißt, wir gehen hier auf unseren Parallels-Server zurück. Hier kann ich mal auf Aktualisieren gehen. Ah, und dann finden wir auch schon die VDI-1 im Status RAS Prep in Progress. Hier wird also diese Maschine gerade kreiert. Wir geben der Sache noch ein bisschen Zeit, denn diese Maschine muss jetzt auch nochmal neu starten. Sie kriegt nämlich über unseren Agent einen neuen Hostname natürlich verpasst, VDI1, und diesen Domain Rejoin. Ja, die Maschine muss ja mit dem neuen Namen auch im Netzwerk bekannt gemacht werden. Das braucht einfach einen Moment Zeit. Wir gucken mal hier, was bei Aktualisieren passiert. Ansonsten müssen wir einfach ihm den Moment geben. Wir können aber schon mal eine Veröffentlichung machen. Wir haben ja jetzt ein Pool, ein Template, welches auf den Namen Win10 Golden Master hört. Über Publishing habe ich jetzt die Möglichkeit, Applikationen oder Desktops freizugeben. In der Liste hier sehen Sie schon die ganzen Applikationen, die wir auch eben schon mal gestartet haben. Mein Paint, mein WordPad, mein GIMP. Und wir sehen mein Verzeichnis Desktops. Und in dieses Verzeichnis fügen wir jetzt mal eine neue Freigabe hinzu. Nämlich, was möchten wir publishen, was möchten wir freigeben? Keine einzelne Applikation, ich möchte einen vollen Desktop publizieren. Next. Von was oder woher kommt dieser Desktop? Er läuft nicht über einen Terminal-Server, es ist eine VDI, ein Virtual Desktop. Next. Und zwar ein spezifisches Template. Hier, das ist unser RAS-Template mit dem Namen Win10 Golden Master. Next. Jetzt gebe ich diesem Desktop nur noch einen Namen, VDI Desktop, und sage Next, Finish, Apply. Das war es schon von Sicht Veröffentlichung.
Jetzt habe ich hier natürlich noch die Möglichkeit, ich hatte es mal kurz angedeutet, eine Filterung zu machen. Zum Beispiel allow the following users. Jetzt kann ich hier über meine Active Directory gehen und sagen, diesen Desktop, den darf nur die Lea benutzen. Oder meine Domain Users. Okay. All das könnte ich hier konfigurieren. Ich schmeiße das aber wieder raus. Ja. Ja. Und mache keine Filterung. Sage einfach nochmal Apply. Wir gehen zurück auf unsere VDI und da sagt er jetzt hier, Windows 10 Golden Master is ready. Reiter Desktops, ja, da ist die Maschine. Ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, aus Sicht des Users uns dahin zu verbinden. Das heißt, wir wechseln wieder auf meinen anderen Schreibtisch. So, da bin ich als Tom wieder angemeldet, sage Desktop, VDI Desktop. Und jetzt startet er hier in einen entsprechenden Vollbild Windows 10 Desktop herein. Tom wird angemeldet. Das dauert einen Moment, weil ich den virtuellen Maschinen bei mir, glaube ich, nur 1 oder 2 GB Arbeitsspeicher zugewiesen habe. Aber die Anmeldung wird gleich irgendwann durchgehen. So einfach haben wir also jetzt hier Maschinen erzeugt, virtuelle Desktops erzeugt. Ach, da sind wir doch schon. So langsam war die Anmeldung ja gar nicht. Und dann kann ich hier mit allen Applikationen entsprechend arbeiten. Mit meinem Irvine View und was ich da noch so alles habe. Ja, das ist VDI. So schnell und einfach können wir das Ganze bereitstellen. Ja, da habe ich jetzt alle Applikationen. Zurück zu meinem Server. Das Ganze, was wir jetzt auf einem Mac gesehen haben, geht natürlich auch auf allen anderen Endgeräten, ne? Wie eben schon mal gesagt, der Client, den haben wir für Linux und so weiter. Und ich mache mal ganz kurz eine Verbindung auf einen Linux-Desktop. Hier habe ich irgendwo ein Ubuntu. So, da haben wir einen Ubuntu-Desktop und jetzt muss ich mir hier nur den Parallels-Client raussuchen. Da ist er. Auch den hatte ich hier schon natürlich vorinstalliert. Sie sehen, unter einem Linux-System schaut das alles identisch auch aus. Hier melde ich mich jetzt entsprechend an und greife auf die Applikationen zu. Zum Beispiel hier Desktops, VDI Desktop. Machen wir das Ganze einfach nochmal. Und da sind wir im entsprechenden Desktop. Von meinem Ubuntu aus habe ich jetzt hier die Möglichkeit, die ganzen Applikationen zu starten. Dann melden wir den Tom auch davon wieder ab. Und dann sind wir wieder auf Ubuntu. So, das ist Parallels Remote Application Server. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ich fahre hier meine Demo-Umgebung einfach wieder runter und bedanke mich für Ihr Zuhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.